Herzlich willkommen zu StudyHelp TV. In dem heutigen Video möchte ich euch die sogenannte Fiskalpolitik nochmal in Form von einer Wirkungskette darstellen. Das heißt, wir haben in dem vorangegangenen Video eine expansive Fiskalpolitik einmal gezeigt. Und ich möchte jetzt, wenn man halt Schwierigkeiten hat, das einzuzeichnen, das nochmal in Form einer verbalen Erklärung nochmal darstellen, in Form einer Wirkungskette. So, was haben wir bei einer expansiven Fiskalpolitik gemacht? Der Staat versucht, die Wirtschaft anzukurbeln und hat dementsprechend die Haushalte in dem Beispiel entlastet durch eine Steuererleichterung. Der Staat hat die Steuern gesenkt. Dann haben wir uns überlegt, was passiert dann als nächstes? Die Haushalte haben mehr verfügbares Einkommen durch die Steuerentlastung. Und da sie mehr Einkommen haben durch die Steuerentlastung, würden sie tendenziell auch mehr Güter nachfragen, der Konsum würde steigen. Und wenn es pro Haushalt wirklich nur 1 Euro ist, würde dementsprechend der Konsum steigen und somit auch die Güternachfrage. So, das wäre im Prinzip der Anstoß. Jetzt mache ich in Schwarz weiter, dass ich sage, dadurch würde sich jetzt der sogenannte Multiplikatorprozess in Gang setzen, das Produktions- und Einkommensniveau würde steigen und somit auch wieder das verfügbare Einkommen der Haushalte. Wenn das verfügbare Einkommen der Haushalte steigt, würde der Konsum wieder ansteigen. Das hatte ich gerade auch schon mal thematisiert und somit auch wieder die Güternachfrage. Somit haben wir hier wieder diesen positiven Teufelskreislauf dargestellt, um halt zu sehen, dass eine expansive Fiskalpolitik dazu führen kann, dass sich das Produktions- und Einkommensniveau richtig verstärkt, bis beispielsweise das Zehnfache verändern kann. Aber das kann nicht unendlich so gehen, das hatte ich in den anderen Videos auch schon erklärt. Es muss immer Größen geben, die aus diesem Prozess rausgezogen werden. Das nennen wir Dämpfungen. Ich fange hier als erstes an mit den Dämpfungen auf dem Gütermarkt. Und das bedeutet an der Stelle, dass wir nicht nur konsumieren durch das verfügbare Einkommen, sondern im Modell wird auch angenommen, dass ein Teil davon zurückgehalten wird und es wird gespart. Also wird die Spargröße, weil das Sparen dadurch auch steigt, rausgezogen. So, es passieren noch mehrere Dämpfungen auf dem Gütermarkt. Zum einen durch das Produktions- und Einkommensniveau, nämlich die Steuern würden ansteigen. Wenn ich mehr Einkommen erwirtschafte, mehr Wachstum habe, hat der Staat dadurch auch mehr Steuereinnahmen. Und somit kommt noch eine zweite Größe auf dem Gütermarkt dazu, nämlich die Importe. Wenn wir Wachstum zu verzeichnen haben, dann fragen wir auch automatisch mehr Importware nach, weil wir beispielsweise nicht alle Ressourcen selber herstellen können, sondern sie müssen wir vom Ausland kaufen. Also würden die Importe ansteigen, die nicht im Multiplikatorprozess mit aufgelistet sind. So, zum anderen haben wir noch Dämpfung auf dem Geldmarkt. Auf dem Geldmarkt würde es so aussehen, wenn wir hier Wirtschaftswachstum zu verzeichnen haben, würde Folgendes passieren, die Leute würden auch mehr Bargeld nachfragen, die Transaktionskasse würde ansteigen, die Spekulationskasse, das mache ich mal hier in Klammern, würde dementsprechend sinken, weil wir ja gesagt haben, die gesamte Geldnachfrage in dem Modell besteht aus LT plus LS und wenn das eine steigt, muss das andere sinken, weil wir sonst nicht mehr in einem Gleichgewicht uns mit M befinden. Deswegen ist das so definiert worden. Wenn die Geldnachfrage jetzt steigen würde, was passiert dann mit dem Preis des Geldes? Der würde dementsprechend, das kennt ihr bereits durch Angebot und Nachfrage, auch steigen. Der Zins würde steigen. Und jetzt gibt es wieder eine Größe auf dem Gütermarkt, die durch eine Zinsveränderung auch sich ändert, nämlich sehr empfindlich teilweise auf diese Änderung reagiert, nämlich der Zinssatz verändert auch die Investitionen. Wenn der Zinssatz steigt, haben wir gesagt, würden die Investitionen tendenziell abnehmen, weil es einfach zu teuer wird für die Unternehmen zu investieren. Und wenn die Investitionen sinken, würde dementsprechend die Güternachfrage wieder ein Stück zurückgehen. So, ich hoffe, es ist euch soweit klar geworden, die Wirkungsketten und der Prozess, den ich hier verbal erklärt habe. Und eins vielleicht noch zum Schluss.
Es ist eigentlich nur wichtig, dass euer Anstoß sauber ist und dass wir immer zur Güternachfrage kommen. Wenn ihr das lupenrein gemacht habt, ist alles andere, was hier unten steht, eigentlich nur immer Schema F und wird immer so modelliert. Das Einzige, wo ihr halt darauf achten müsst, ist, wenn ich jetzt eine kontraktive Fiskalpolitik hätte, das heißt weniger, das heißt die Steuern würden erhöht werden, dann müsste man letztendlich nur die Pfeile alle umdrehen. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden und ich wünsche euch noch viel Glück für eure Klausurvorbereitung. Bis bald.